Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Irina und hier ist eine Legung für Ex. Ich werde nicht schauen, was es bei ihm los ist, was macht er, hat er eine andere. Vielleicht Karten zeigen das. Aber ich möchte schauen, wieso er ist zurück. Was will er noch? Verstehen Sie? Die Ex-Thema mit Ex-Männer, haben wir schon, jeder Mensch hat, ich meine, jede Frau hat schon gehabt mit Ex-Mann etwas zu tun, mit Ex-Freund und so weiter. So, erste, zweite und dritte Position. Hier ist gefragt Ihre Intuition. Was sie, wie soll ich sagen, gefragt ihre Intuition, fertig. Sonst fehlen mir die Wörter. So, denken Sie gerade in diesem Moment an Ihren Ex, der zurück ist. Oder der zum Beispiel auch nicht ganz zurück ist. Vielleicht ist er gar nicht zurück, aber er meldet sich regelmäßig ab und zu mal. Wissen Sie, für mich ist das so, wenn ein Mann nichts tut in Richtung einer Frau und nur so eine SMS schickt oder einen Anruf oder nur Smiley oder so oder vielleicht dich irgendwo im Internet aussucht und etwas schreibt oder dich in Freundschaftsliste zuführt. Für mich ist das heißt, dass ein Mann die Fäden zu ihnen noch nicht abgeschnitten. Für ihn ist das, er hat diese seine Ex-Beziehung noch nicht verarbeitet. Er muss das verarbeiten, nur dann kann man loslassen. Für ich verstehe loslassen, das heißt, dir ist gleichgültig, was mit dieser Person passiert. Das ist meine Meinung. Wer denkt anders? Bitte schön, Sie können mir schreiben, Blödsinn oder Theater, so wie andere schreiben. Wir leben alle im Theater. Hallo? Die ganze Leben ist große, riesige Bühne und wir sind alle Schauspieler. Und bitte spielen Sie sich aber richtig. Weil alle anderen Rollen sind schon besetzt. Sie müssen nur sich spielen. Ohne auf jemanden sauer zu sein oder noch was. Ich bin ab und zu mal scharfes, wie soll ich sagen, Vibe. Ich liebe ab und zu mal scharfes Wörtchen sagen und einmal pieksen, so wie die Ex machen das, um die Faden nicht zu verlieren. Weil er hat schon eine andere vielleicht oder nicht auf der Suche, er weiß selber nicht. So, bitte, liebe Männer, es tut mir leid, dass ich jetzt so sage, gibt's auch solche Frauen, sie wissen wirklich nicht, was sie wollen. Gibt's, alles gibt's in dieser Welt. Aber jetzt ist über Ex-Mann. Wenn jemand interessiert sich über Ex-Frau, oder soll ich sagen, das ist Ex-Mann, Ex-Frau, ist doch egal wer. Na, wir lassen männlich, sonst werde ich dann nichts mehr sehen. So, verstehen, wo Mann, wo Frau ist und dann ist total Kopf durcheinander. Jetzt ist Ex-Mann. Oh, oder doch? Oh Gott. Waage, kann sich auch nicht entscheiden. So, erste Position, zweite Position und dritte Position. So, denken Sie an Ihren Ex und wir schauen, was da los ist. So, wieso ist er zurück? Weil er einsam ist, er findet sich selbst nicht, er hat selber seinen Weg in diesem Leben nicht gefunden. Er ist selber wie sagt man, Dritte am Rad oder wie heißt das? Oder er fühlt sich nicht wohl in dieser Welt. Er ist einsam, so sage ich das. Wieso ist er zurück?
Wieso ist er zurück? Wieso ist er zurück? Was will er von Ihnen? Er möchte gerne, dass so wie früher war, dass sie wieder zusammen sind, dass sie wieder irgendwie, so wie aussieht, kann sein, ihr wart eine Familie. Sie, er und ihre Kinder. Vielleicht haben sie sogar drei Kinder. Muss aber nicht. Kann sein, dass sie nur Haustiere irgendwie welche haben. Weil Karten zeigen viele verschiedene Möglichkeiten. Manchmal statt Kinder sind Haustiere. Und danach nach der Scheidung können nicht Hund zerteilen oder so. Passiert. So, wie aussieht? Er vermisst das, was er mit ihnen gehabt hat. Er ist zur Arbeit gegangen, sie haben auf die Kinder, auf ihre Familie, Haushalt geführt. Ihm fehlt das. Ihm fehlt wirklich sehr. Er ist wie ein Aussiedler, Einsiedler. Er ist wirklich jetzt allein. Dieser Mann ist wirklich jetzt allein. Er wünscht sich, wieder mit ihnen vereint zu sein. Wieder mit ihnen eins zu sein, eine gute Paar, eine gute Ehe oder nur eine gute Partnerschaft. Ich frage, ob gibt es Perspektive mit diesem Mann? Ja, gibt's. Aber gibt's sehr gute Perspektive mit ihm. Sehr gute Perspektive. Aber muss man zerstören alles, was war zwischen euch, das, was ihnen beiden wehgetan hat. Verstehen Sie? Alles muss man zerstören. Kann man schon miteinander sehr gut. Aber diese Schmerz, diese Verletzungen, das weiß ich nicht, ob jeder kann sowas vergessen. Hier muss man alles hinter sich lassen und sich wirklich in komplett neu anfangen. Komplett neu anfangen. Neu denken anfangen. Nicht nur denken, auch vergessen alles, was war zwischen euch und wirklich, wenn ihr zusammenkommt, wie ihr gerade euch kennengelernt habt. Das ist schwierig, Leute. Das ist wirklich schwierig. Aber Möglichkeit gibt's. Gibt's Möglichkeit. Gibt's neue Anfang. Kann man schon. Weil er, so wie er aussieht, er ist allein und er vermisst sie sehr. Wirklich. Wirklich, wirklich. Da muss ich wirklich sagen. So. Ich glaube, alles. So. Jetzt die zweite Position. Und die zweite Position. Wieso ist er zurück? Er hat etwas überlegt. Er hat etwas begriffen, etwas verstanden. Was genau? Er hat sich auch verändert. Was ist das? Er hat sich auch verändert, Leute. Jo. Kann sein, er beobachtet sie irgendwo, wie wenn er auf der Nähe wohnt, oder sie, wenn ihr auf der Nähe wohnt, er beobachtet sie, vielleicht im Garten, vielleicht wenn sie zur Arbeit fahren oder gehen oder noch etwas. Oder im Internet könnte auch sein, aber unwahrscheinlicher. Hier ist mehr, könnte Internet auch sein, so. Aber hier ist mehr im warmen Leben, draußen, irgendwo im Garten, irgendwo. Ja, vielleicht ist er ihre Nachbar. Vielleicht ist er ihre Nachbar. Er beobachtet sie. Was will er von ihnen? Er möchte gerne mit ihnen einen Weg gehen, den gleichen Weg gehen.
Er möchte, er will wirklich wieder erleben, dass wenn zwei Personen in eine Partnerschaft, in eine Richtung gehen, er möchte, er hat solche Fantasien, würde ich sagen. Er will wirklich mit ihnen zusammen Haus bauen, Zukunft. Er sieht diese Weg oder Ziel, er sieht diese Weg mit ihnen zusammen, er fantasiert, stellt sich das alles vor, er ist bereit, wenn sie sogar einen anderen haben, er ist bereit, sich mit dem anderen in Konkurrenz stellen, dass sie ihn wirklich zurücknehmen. Perspektive jetzt mit ihm. Das hängt von ihnen ab. Das hängt alles von ihnen ab. Ich sag mal so, ich sehe nicht, dass, ob er hat hier eine andere oder nicht. Kann sein, schneller, sie haben schon einen anderen. Sie haben ihn verlassen, vielleicht, das weiß ich nicht. Hier Karten haben mir nicht gezeigt. Aber Perspektive ist so, dass hier ist Entscheidung, müssen sie treffen. Das hängt von ihnen ab. Wenn sie eine Entscheidung für ihn getroffen haben, wenn sie wirklich mit ihm wieder zusammen sein wollen, sie werden wie eine Königin mit ihm sein. Sehen Sie das? Oder das? So. Stehen Sie? Er wird alles für Sie tun. Einzige, ich sehe keine Romantik. Ich sehe keine Romantik. Die andere war romantisch. Hier, er sich wünscht was, er sich ausdenkt was, aber ich sehe hier keine Romantik. Aber er wird Sie behandeln wie eine Göttin. Verstehen Sie das? Er wird sehr gut sie behandeln. Aber da müssen sie Entscheidung treffen. Das ist ihre Entscheidung. So, jetzt die dritte Position. Was will Ex? Wieso ist er zurück? Er arbeitet fleißig. Er ist ein fleißiger Mann. Aber er hat eine andere. Wieso ist er zurück? Wieso ist er zurück? Kann sein, sie haben oder sie haben gehabt mit ihm Kinder oder sie haben mit einem anderen schon Kinder oder ein Kind. Ich sehe hier Kinder. Ich sehe, wie soll ich sagen, dieser Mann ist auch einsam übrigens. Er ist auch einsam. Irgendwie komischerweise, alle Männer sind irgendwie alle einsam. Vielleicht waren die alle im Coronavirus eingesperrt. Und plötzlich, aber jetzt wird alles wieder offen. Langsam. Er ist so ein Mann, dass Sie verstehen. Klingelt da was oder nicht? Ist eine Resonanz, kommt oder nicht? Das ist ein Mann, der zu viel arbeitet. Der widmet sich Arbeit und für Familie einzige materielle Unterstützung. Von ihm kein gutes Wort hört man. Er wird nie loben. Und sie sind so eine Frau, zärtliche, sinnliche Frau, volle mit Gefühle, romantische Frau, die braucht so viel Liebe und er gibt ihnen nicht. Natürlich, sie wollen ihn nicht. Verstehen Sie? Ich sehe hier die Kombination wie in Sabrina-Film. Wer hat gesehen mit Harrison Ford? Er ist Harrison Ford und sie ist Sabrina. Dieser Mann soll selber verstehen, dass er ist ein trockenes Brot, wie soll ich sagen. Er hat wie, aber von anderer Seite, von anderer Seite, wenn er sich verliebt, er liebt Leben lang. Diese Männer verlieben sich nicht so oft, aber die lieben Leben lang. Darum, er kann sie nicht vergessen.
Darum, er ist wieder da. Aber er ist so ein Arbeiter, so fleißiger Arbeiter. Er arbeitet Tag und Nacht. Er kümmert sich um die Familie wirklich, aber nur nicht so, wie sie das wollen. Das ist das. Perspektive mit diesem Mann. Ich würde so sagen, so wie ich das sehe, wenn sie ihm verzeihen, wenn er sich ändert, verstehen Sie? Sie haben eine Perspektive, eine liebevolle Perspektive, ja. Ja, aber trotzdem, gibt es einen Anfang schon, mit Gefühle, mit kurzer Versöhnung, mit kurzer so und dann wieder das Gleiche wird. Etwas wird fehlen, mangelhafte Beziehung wird weiter, das wird weiter das Gleiche sein. So wie aussieht, in kurzer Zeit wird alles wieder beleben, erfrischen, aber das wird wieder mangelhafte Beziehung sein, weil er kann nicht diese Gefühle geben. Er arbeitet viel, er ist so oder gelernt oder so geboren worden, das weiß ich nicht, aber dieser Mann, ohne Arbeit kann er überhaupt nicht, aber ohne sie auch, so wie aussieht. So war von mir die Ex über Ex, was er will und welche Perspektive haben Sie mit ihm. Ich freue mich, wirklich, ich freue mich für Ihre Kommentare. Leider kann ich nicht immer sofort beantworten, es tut mir leid. Ich habe zwei Kanäle, ich habe Ukrainisch und Deutsch und ich habe noch private Kunden und ich habe noch Familie, dass Sie verstehen mich. Ich habe noch Kinder, die brauchen auch mich ab und zu mal. Nicht oft, weil die schon erwachsen sind. Aber ich freue mich trotzdem lesen. Mindestens Herzchen gebe ich Ihnen. Und wenn ich Zeit wieder habe, beantworte ich Ihre Frage. Und wenn Sie eine Legung wünschen, bestellen Sie diese Legung. Ich werde gerne im YouTube für euch machen. Ich habe jetzt da gesehen, das ist eine Legung. Jemand hat gefragt für Single, Monatsorakel für Single. Ich werde das machen für Monat Juli. So, alles Gute, meine Lieben. Ich habe euch alle sehr lieb. Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss, Papa.